Ein neues Logo, ein neues Team. Und es kamen lange keine Videos. Woran lag das alles und was ist alles passiert? Das erkläre ich euch jetzt. Ja, den ein oder anderen wird's aufgefallen sein. Wenn man hier ganz normal bei YouTube Junks Playground sucht, dann sieht man sofort, oh, da ist ein neues Logo da. Und wir sehen hier einen Peak, was gesplashed ist. Und ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich das neue Logo als solches. Des Weiteren habt ihr ja bereits gesehen, wir haben auch ein neues Intro. Gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und warum kamen keine Videos? Zuerst einmal, ich war leider krank und deswegen sind die ein oder anderen Videos halt ausgefallen. Aber keine Angst, die Videos werden nachgeholt und werden jetzt sonntags dementsprechend kommen. Und des Weiteren gab es im Hintergrund etwas, woran wir gearbeitet haben, und zwar ein eigenes Team. Ja, wir haben bereits es auch schon angekündigt. Hier sehen wir nochmal das neue Logo im neuen Kanal-Layout. Und ja, wir haben ein eigenes Team angekündigt. Wir haben es hier in der Community-Funktion einmal angekündigt. Genauso haben wir das auf Instagram und genauso haben wir es auf Facebook auch gepostet. Ihr könnt uns natürlich jederzeit folgen. Links unten in der Infobox. Und ja, was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet, dass Junks Playground ist nicht nur ein YouTube-Kanal oder wir verkaufen noch Karten auf Kartenmarket oder eBay. Könnt gerne mal vorbeischauen bei uns, denn wir sind jetzt auch noch ein Yu-Gi-Oh!-Team. Ja, Junks Playground heißt das ganze Team. Das Logo seht ihr auch hier. Das Logo wurde jetzt komplett überall geändert, halt einfach als Wiedererkennungswert. Also, falls ihr auf Turnieren in Zukunft vielleicht den einen oder anderen Spieler sehen solltet, der so einen Peak auf den Rücken hat, dann wisst ihr, der gehört zu Team Junks Playground. Und ja, wer genau alles drin ist, das fragen sich bestimmt jetzt der ein oder andere auf jeden Fall. Das wird noch announced. Das heißt, in Zukunft seid gespannt auf unseren Social Media Kanälen. Da werden wir nach und nach irgendwann halt die Spieler präsentieren. Ich kann einen kleinen Spoiler geben. Vor Gent wird das auf jeden Fall sein, denn YCS Gent ist das erste offizielle Turnier, wo das Team als solches auftreten wird. Also seid gespannt, wer alles dort drin sein wird. Doch was hat das jetzt zu bedeuten für diesen Kanal? Denn ich meine, der Kanal hat ja nicht direkt was mit dem Team zu tun. Das stimmt als solches natürlich schon, aber es wird sich doch einiges ändern. Denn das Team arbeitet natürlich auch mit diesem Kanal zusammen. Das bedeutet als solches, dass wir gute Spieler haben, die halt auch mithelfen können, gewisse Decklisten zu erstellen, gewisse Kombos zu zeigen oder vielleicht auch die ein oder andere Idee fürs Side-Deck oder dementsprechend fürs Main-Deck zu zeigen. Das heißt, wir kriegen hier noch mehr Informationen, das heißt, es gibt noch bessere Listen, noch bessere Ideen und halt auch gewissen Input, den es vorher halt eben nicht gab. Das heißt für euch also, es gibt einfach besseren Content. Und ich würde sagen, das ist da auf jeden Fall ein Aspekt, der sehr positiv ist. Außerdem kann man sich überlegen, ob man in Zukunft vielleicht mal live streamt auf diesem Kanal. Wurde auf diesem Kanal bisher noch gar nicht getan. Was sagt ihr? Stimmt mal oben ab, da ist das i, da könnt ihr mal abstimmen, ob ihr Interesse hättet, von den Team quasi so ein Team-Livestream, wo man einfach testet für eine YCS oder einfach Meta-Talk macht oder einfach auch ein Recap macht von einer YCS zum Beispiel. Doch wer jetzt denkt, das war schon alles, der ist weit gefehlt, denn es gibt noch ein paar Sachen, die im Hintergrund gerade laufen, von denen kann ich leider natürlich noch nichts sagen. Also Leute, eins ist sicher, in Zukunft warten noch einige Dinge auf euch, die sehr cool sind, auf jeden Fall für euch als Community. Aber wie gesagt, da wird drüber noch nichts gesagt. Erstmal die Bekanntgabe hier, dass es ein neues Team gibt und dass es hier mit dem YouTube-Kanal weitergeht. Nein, wir hören nicht hier auf, Videos zu machen, nur weil es ein neues Logo ist oder so. Ganz im Gegenteil, es geht hier mit voller Kraft weiter und sogar sozusagen besser weiter. Das nächste Video, was kommen wird, ist erstmal wie von euch gewünscht. Wir haben nämlich bei euch einmal abstimmen lassen, hier in der Community-Funktion. Was wollt ihr gerne haben, beziehungsweise nachgeholt haben? Denn es kam ja doch einiges raus. Wir hatten einen Überblick, der fehlt quasi von Fist of the Gadget und der Gold Sarkophag-Tin. Und ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir die Gold-Tin nochmal unter die Lupe nehmen. Jedoch nicht in einen Überblick, die dann doch sehr, sehr ausführlich meist sind und sehr groß sind. Aber zur Tin nicht, sondern da wird es ein kurz knackiges Video geben, was halt alle Informationen drin hat, was ist wichtig, welche guten Reprints sind drin und allgemein, wie sieht die Situation zur Gold-Tin aus. Dazu wird es dann ein Video auf jeden Fall noch geben. Und dann gucken wir uns natürlich noch diese Woche halt den Meta-Breakdown an, beziehungsweise allgemein das Meta. Denn es hat sich ja doch einiges geändert, hat vielleicht das ein oder andere mit der Tin zu tun. So, und das waren dann auch schon erstmal alle Infos als solches. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr es gut, dass wir jetzt ein Team haben? Ich sag nur eins, da ist auf jeden Fall der eine oder andere gute Spieler dabei. Und das Team wird auf jeden Fall konkurrenzfähig
eigentlich sein? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, vielleicht auch schon, was ihr denkt, wer da drin sein könnte. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!